Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Hello Neighbor. Und wir stalken heute wieder schön fein in die Nachbarhäuser rein. Ich bin bereit. Vielen Dank nochmal für alle, die in der letzten Folge so fleißig zugesehen und bewertet haben. Ich habe ganz heimlich, still und heimlich, wie ich so bin als Kreis, habe ich den roten Schlüssel besorgt. Eigentlich war es nicht still und heimlich. Eigentlich hatte ich es sogar aufgenommen, aber diese Aufnahme wurde zerstört und war aber auch nicht allzu lang. Also ich habe auf jeden Fall diesen Schlüssel geholt und ich weiß auch, wofür wir den Schlüssel brauchen. Und das wird eine Tortur, das sage ich euch jetzt schon. Das wird eine wahnsinnige Tortur. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Hintereingang zu stark und weit geöffnet lassen. Wir müssen nämlich da hoch, da irgendwo ganz weit in die Gefilde, in die Kammer. Und ich habe keinen Regenschirm mehr. Mein Regenschirm ist lost, broken und... Moment. Ich wollte nur gucken, weil die Tür war offen und ich dachte, die Tür stand offen. Entschuldigung. Ja, bitte gehen Sie. Du musst jetzt dein Revier nicht markieren. Er kackt so auf die Treppe so ein bisschen. Könnten Sie bitte reingehen? Ja, Ey, warum springt er auch durch sein Fenster, der Wahnsinnige? Sie hätten sich verletzen können. Ich wollte doch nur kurz nachsehen, warum die Tür so weit geöffnet ist. Ja, der Keller ist open, aber wir brauchen wohl für den Keller brauchen wir wohl den Doppelsprung aus der roten Kammer. Soweit bin ich dann auch schon informiert. Es gibt noch so viel Kleinkram, den man machen kann. Irgendwie, man kann noch was pflanzen. Ne? Man kann, ich sprinte jetzt einfach durch. Jetzt, Geheimangriff Delta. Keine Chance, wir infiltrieren das Haus. Da liegt eine Bärenfalle ausgewichen. Oh. Geheimangriff Delta war vollkommen erfolgreich. Wir sind super geheim, sneaky und er weiß gar nicht, dass wir in seinem Haus sind. Oh nein, und jetzt werde ich wieder sterben, weil die Treppe hier so gay ist. Was ist... Diese Treppe ist so gay, Freunde. Oh, gut. Und zwar muss ich da drauf springen. Und dann muss ich hier hoch. Das ist der Trick. Und dafür braucht man diese Bahn. Und das werden wir jetzt... Das ist das Experiment Bahn. Werden wir jetzt starten. Und dafür müssen wir in den Bahnhof. Da ist sie. Die experimentelle Bahn. So, vielen Dank. Was machen wir denn? Ich habe jetzt schon seit 3 Wochen so einen Schnupfen, ne? Es ist unglaublich krass. Vielleicht habe ich aber auch eine Penisallergie und deswegen habe ich ein Problem, weil ich einen Penis habe. So, einmal kurz die Werbefreundlichkeit wieder ein bisschen nach unten schrauben. Roter Knopf. Okay, wir müssen die anmachen. Fährt die an? Ist sie losgefahren? Sie fährt los. Okay. Und jetzt kann ich hier drauf bremsen. Achtung, bremsen. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, was das geworden ist. Du weißt doch, wo ich bin. Komm doch einfach hoch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Die Musik ist so dramatisch. Okay, wir müssen noch ein bisschen weiterfahren mit der Bahn. Das wird so nix. Ich kenne diesen Moment nicht. Ich kann das nicht so abpassen. Und es war in manchen Kommentaren, ja, auch wenn ich mich ja... ich will hier kein Grammar- und Rechtschreib-Nazi sein. Aber es ist aus manchen Kommentaren nicht immer einfach, die Infos genau herauszulesen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber man lernt das. Also irgendwann lernt man YouTube zu sprechen. Also da reichen 3 falsch getippte Wörter und man weiß, ach so, okay, das hat er gemeint. Ihr wisst, wie das ist. Und es wird auch in absehbarer Zeit nicht besser, glaubt mir das. Nochmal an, aus. Oh, ich habe so Angst, zu weit zu fahren. Wenn man zu weit fährt, kommt man oben nicht mehr raus und dann hat man den Salat. Meint ihr, das reicht? Ne, wir machen noch ein Stück oder so bis da auf den Hügel. Also ich glaube noch einen Drücker und dann probiere ich es mal. Noch einen Drücker, dann probieren wir es. Ja, es ist Trial and Error. Wir werden es eines Tages werden wir den roten Schlüssel in das rote Loch stecken. Da bin ich mir ganz sicher. Denn das ist das Ziel aller Menschen. So, okay, das müsste jetzt aber reichen, oder? Ich gehe einfach mal hoch. Da lang, oder? Komme ich da? Ist das... Oh, ich habe hier so ein Problem mit meinem Mauskabel. Das ist hier so doof eingedreht, dass es manchmal kommt es... Wie komme ich denn? Okay, einfach der Bahn folgen. Es ist ja ein geschlossenes System, glaube ich, oder? Hier gibt es keine... Huch, da war wieder so ein kleiner gefährlicher Ruckler. Leute, ich glaube fast, das reicht noch nicht. Verdammte Tat. Okay. Ich teleportiere mich eben mit einem geheimen Trick nach unten. Okay, der geheime Trick scheint nicht so zu funktionieren, wie ich das gerne hätte.
Schade, ich dachte, mein toller Pauseknopf funktioniert noch, aber tut er nicht. Ich hatte so einen tollen Aufnahme-Pause-Knopf, aber irgendwie funktioniert er nicht. Also müssen wir das jetzt alles hier gemeinsam durchstehen, Leute. So, nochmal. So, das muss aber jetzt gereicht haben. Jetzt gehen wir zurück. Das mache ich blind. Da gehe ich mal. Ah, Freunde, es ist so unglaublich heiß. Warum ist es so heiß, Leute? Sag mir das doch mal bitte. Warum? Warum ist das so? Und es ist nicht so geil heiß, dass man sagt so, oh, Meeresluft und wow, und mir flaut ein leichtes Lüftchen unterm Lippchen. Es ist so eine ätzende Kackluft. Okay, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das war aber schlecht. Bleib ich da hängen an dem blöden Ding? Oho. Oh, wow. Okay, brauche ich dafür den Regenschirm, um darüber zu kommen? Ich bin oben. Ja, ich bin oben. Was gibt's denn hier? Oh, hallo. Da schauen wir doch mal. Guck mal, ist das nicht eine schöne Stadt? Da hinten würde ich gerne mal. Was ist das denn hier? Hallo? Oh. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Hallo? Entschuldigung. Oh, das dreht sich nicht mehr. Kann ich da irgendwie noch höher? Nee, wie soll man denn da hochkommen? Da ist irgendwie eine Sprungplattform. Vielleicht kann man mit dem Doppelsprung und dem Umbrella oder so geheime Luftkünste machen. Oh nein, ich habe jetzt, wo ich es gerade sage, ich habe ja gar keinen. Oh. Oh. Ich muss ja nach da hinten. Oh, ich rutsche. Oh. Fuck. Oh nein. Okay, nochmal. Ist ganz. Oh. Oh mein Gott. Das hat geperlt, Freunde. Dann gehen wir mal hier hinten durch den Garten. Fuck, wie komme ich denn jetzt dahin dann? Bin ich zu blöd, auf dem Dach zu laufen? Ach, ich hätte gerne meinen Regenschirm wieder, das wäre geil. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Egal, ich wollte eh, dass es wieder hell ist. Was machen wir denn jetzt da am besten? Da müssen wir uns mal was überlegen. Ich habe nichts getan. Lassen Sie mich gefälligst zufrieden. Ich finde Sie unangenehm und penetrant. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Okay, der kriegt mich nicht. Der kriegt mich niemals im Leben, kriegt er mich. Hinein. Ich bin zurückgebounced. Warum? Kameras. Super krass. Das war super krass und gefährlich. Zack. Oh Mann, ey, wir haben den Regenschirm nicht mehr. Das könnte echt ein Problem sein. Oh nein, was ist das denn? Lag da was Wichtiges im Nachbargarten? Das war nur eine Vase, oder? Guck mal, die Kamera aus. Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Ich überlege gerade, ob wir uns vielleicht erstmal den Regenschirm einfach wiederholen. Weil ich nämlich nicht mehr genau weiß, wo ich den hingelegt habe. Das ist natürlich manchmal ein Problem. Nee, das sieht nicht so aus, als wäre er dort. Kommt man da eigentlich auch irgendwie hoch mit Betrug? Da brauche ich doch bestimmt den Double Jump hinterher, oder? Oder warte mal, gibt's hier so eine Art Duck Jump? Warte mal, wo duckt man sich da? Probieren wir es mal mit dem illegalen Duck Jumping. Nee, hat nicht funktioniert. Okay, egal, Freunde. Probieren wir es doch mal, ja? Auch wenn die Sommerhitze uns so quält. Nein! Oh mein Gott! Oh. So, da bin ich wieder, der alte Onkel. Yeah, ich muss es dann jetzt doch noch 3-4 Mal versuchen. Das wollte ich euch dann ersparen. Ja. Und ich habe unterwegs meinen Umbrella wieder geholt. Meinen super geliebten Regenschirm. Und, ich habe den... Alter, das habe ich natürlich noch nicht gesehen da vorne.
Voller Aussichtsturm. Wie kommt man da hoch? Naja, ich habe den ersten Coitus Knactus hier herausgefunden. Ich muss nämlich wahrscheinlich von hier darüber fliegen. Ich hoffe zumindest, dass es so ist. Ansonsten habe ich euch jetzt umsonst wieder hierher geholt. Oder? Jetzt kann ich doch bestimmt einfach darüber sausen und dann... Dann haben wir es geschafft, oder? Ja. Ja. Yeah. Er hat's getan. Er hat's getan. Yeah. Okay, cool. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Zack. Wir öffnen das Tor. Es ist offen. Und wir gehen rein. Oh. Mal sehen, was hier kommt, Freunde. Wow, es ist stockdunkel. Und diese Tür ist riesig. Wow, bin ich durch einen Kaninchenbau ins Wunderland geraten? Irgendwer flüstert da. Hier ist eine Kamera. Kann ich da was drücken? Was muss ich denn jetzt machen? Nach oben gehen? Ich gehe einfach nach oben. Instinktiv. Kann ich nichts drücken? Ups. Ich bin wieder runtergefallen. Kann ich da irgendwas machen? Ich kann nichts machen. Kann ich irgendwas tun? Hä? Was ist passiert? Okay, klingelingeling. Freunde. Fuck, und jetzt blendet mich die Sonne von außen so heftig in mein Gesicht und auf meinen Monitor. Was ist denn da passiert? Wo muss ich jetzt hin? Hier hoch? Es erscheint mir doch alles ein bisschen... Was war das? Habe ich hier Items noch? Nee, ne? Wenn ich hier runterfalle, sterbe ich, oder? Anscheinend nicht so unbedingt. Hier sind so Bücher. Kann ich... Nee, aber so weit rüber komme ich doch niemals. Im Leben komme ich so weit rüber. Oder? Oh! Wow, doch. Krass. Cool. Naja gut, ich bin... Oh, oh. Na, scheiße. Ich bin relativ klein, das heißt, mein Eigengewicht ist ja nicht so hoch. Das heißt, ich müsste ja rein physikalisch, ein bisschen was aushalten. Kann ich es hier schieben oder so? Nee, ne? Geh mal hier auf die Packung. Geh mal hier auf die OSAF-Packung. Was ist denn los mit dir? Oh. Also bei Hello Neighbor zu steuern, ist manchmal echt, ist manchmal echt eine Erfahrung, Leute. Das muss man mal ausprobiert haben. Geh ich da irgendwo hoch? Hallo? Hallo, was ist denn hier? In diesem Raum? Kann ich hier was machen? Da oben leuchtet Exit. Ich muss also irgendwie da hoch. Komm ich da hoch? Ich komme da nicht hoch. Was ist denn hier, Freunde? Ich muss hier mal so ein bisschen rumprobieren. Jetzt ist die Vase kaputt. Warum ist sie kaputt gegangen? Kann ich jetzt da hoch? Dieses Brett. Oh, guck mal. Wozu ist das jetzt gut, ist die Frage. Muss ich einfach warten, bis hier die Hütte voll ist, oder... Freunde, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was die jetzt hier von mir möchten. Ich kann hier drauf. Dann komme ich da auch nicht viel höher. Oder muss ich da drauf? Komm, wir nehmen das mal mit. Das fällt doch immer wieder runter. Okay. Das bringt doch alles nichts.
Okay, ich melde mich, wenn ich irgendwie ein bisschen was rausgefunden habe. Bis gleich. Bonjour, da bin ich wieder zurück. Freunde, es hat sich etwas rausgestellt. Ich muss mit euch reden, ne Leute? Folgendes. Ist passiert. Es ging einfach nicht weiter. Diese Vase, die da steckte, die muss eigentlich umgeworfen werden. Ihr werdet das gleich nochmal sehen. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier rein. Die Vase muss, umgekickt werden. Die da oben. Und die war irgendwie zerbrochen und steckte da drin. Jetzt musste ich, Leute, weil diese Vase sich nicht hat resetten lassen aus irgendeinem Grund. Ich bin rausgegangen, reingegangen, ich habe das Spiel ausgemacht, angemacht, neu gestartet. Die Vase war immer kaputt und hat sich nicht bewegen lassen. Und das war ganz schöner Mist. Und deswegen musste ich nochmal kompletto tetto tetti alles kompletti neu starten. Oh fuck. Das heißt, diese ganze Hello Neighbor-Geschichte musste von vorne gespielt werden. Ich musste, naja gut, im Endeffekt war es nicht so schwer. Man musste nur kurz rein, den Umbrella holen. Und dann geht das schon relativ fix. Aber es ist halt echt ätzend nervig, wenn du hier eine Stunde in diesem Raum rumhängst und rumhoppelst und probierst und nichts geht. Oh, und dann stellst du fest, dass irgendwas komplett kaputt, verbuggt und sonst irgendwas ist. Das ist nicht so schön, Freunde. Das ist nicht schön, wenn Spiele kaputt sind. Na komm, jetzt drück doch hier den Bubbel. So. Jawoll. Ach, dieses wunderschöne Ding hat mir alles zerstört und kaputt gemacht. Ach, Kinder. Aber schaut, guck mal jetzt. Jetzt latschen wir einfach nach oben durch und alles wird gut. Alles wird gut. Hier pömpeln wir mal. Achtung, nicht ans rote Ende fassen. Ihr wisst, wo das rote Ende gewesen ist. Was ist hier los? Hier ist irgendwie gar nicht so viel los. Gehen wir nach oben. Ganz easy. Was ist das denn hier? Was soll es sein? Das sieht aus wie ein riesiger Helm. Soll aber wahrscheinlich ein Toaster sein. Da ist ein Hufeisen. Kann ich das irgendwie... Ich jetzt ein Magnet dabei hätte. Okay, nein, wir gehen jetzt erstmal darüber in das andere Regal. Das wird der Plan sein als nächstes. Oh, hä? Oh nein. Scheiße, es sieht nicht so aus. Oh Gott, nein, nein, bleib doch wenigstens... Oh. Nichts passiert, alles klar. Wir fangen nochmal von vorne an. Aber Freunde, das ist nicht immer... das ist nicht immer so einfach. Ja, man muss da auch mal ein bisschen sich konzentrieren. Ich weiß, manche Leute sagen, du hast ja geistig eine Behinderung, Kreis, aber... Ist mir egal, was ihr sagt. Ach ja. Nein, ist mir natürlich nicht egal, was ihr in dem Kollektiv an sich sagt, ja. Die Laberbacken, das ist immer nur so eine kleine Gruppe von Laberbacken, ja. Das sind so ein kleiner Zusammenschluss. Da muss ich ja auch mal sagen, jetzt wo wir hier gerade unter uns Pfarrerstöchtern widersprechen, ich finde es schade, wie sich diese Hate-Community mittlerweile auf YouTube entwickelt hat und welchen Anklang und Dominanz sie bekommt, ne. Anstatt, dass die Leute sie einfach ignorieren, nein. Also selbst bei den Rocket Beans, ja, bei 9000 Zuschauern, das muss ich ja jetzt mal sagen, ich weiß, das wird von den Rocket Beans sowieso nie jemand hören, was ich hier sage, ja, weil die haben genug zu tun mit ihrem eigenen Scheiß, den am Laufen zu halten, deswegen werden die sich bestimmt nicht damit beschäftigen, sich meine Videos anzusehen, aber, dass in einem Chat von 8 oder 9000 Leuten, ich weiß nicht, was die neulich gespielt haben, ja, aber da war ein Chat, ich komme da nicht rüber, das gibt's doch nicht. In einem Chat mit 8.000, 9.000 Zusehern, ja, wo richtig Party ist, da sind 5 und 6, sagen wir, es waren vielleicht 10 Leute, die sich über das Spiel, die haben nur gejammert. Scheiß Grafik, die Matsche, ist es schrecklich, kann sich keiner ansehen, aber die Masse, so das große Kollektiv, hat eigentlich gesagt, nö, lass sie doch spielen, ist doch ein ganz geiles Spiel, ist doch eigentlich ganz witzig. Und nur weil diese 10, 12 Personen sich im Chat die ganze Zeit rumgejammert und rumgeheult haben, dass es so schlecht ist, haben die wirklich noch kurz überlegt, ja, wir können ja die letzte Stunde dann noch Players Unknown Battleground spielen. Als,
Ohne Kacke, wenn ich sowas schon höre, ne, so, da krieg ich echt die Krise, anstatt dass die Leute ihr Programm durchziehen und sagen, fuck you, weißt du, so, dadurch kriegen doch jetzt schon auf den größeren Kanälen plötzlich die Hater irgendwie Anklang, ja, ein Gronkh muss Kommentare ausschalten, weil so viel rumgehatet wird, weil er einen alten Bogen benutzt, ja, und, im Endeffekt sieht man doch, dass es ihm dann, dieses, ja, das macht mir nichts aus, das macht mir nichts aus, und am Ende haben sie trotzdem gewonnen. Weil sie durch ihren Hate irgendwie scheiße. Man kann doch, weiß ich nicht, dann soll man sich da hinsetzen, ja? Ich meine, der Mann hat genug Zeit, das ist sein Kanal, das ist sein Baby, das ist sein Lebensunterhalt. Und da kann man sich ja mal wohl hinsetzen und der hat genug Personal, der Mann, ja? Also lassen wir das auch mal so dahingestellt. Da braucht man doch nicht, weil man rum, oder weil irgendwelche Hater rumheulen, ja? Dass da die Leute ständig die Hater gewinnen lassen, so, und ihre, oh, oh, was ist jetzt los? Und ihre Kommentare abstellen und so. Cool. Naja, wir sind oben, Leute. ihr wisst, was ich meine. Ich find's halt schade. Ich find's schade, dass diese Handvoll Assis, ja, dass die jetzt plötzlich dann Anklang kriegen, dass diese, Entschuldigung, wenn ich das so sage, vielleicht laufen da draußen auch Hipster rum, die völlig in Ordnung sind, aber, ne, es sind meistens diese möchte gern, ja, ich hab auch im Internet ist meine Stimme wichtig, bla bla bla, die haben mir gefälligst zuzuhören, ich mag das Spiel nicht, das ist ein altes Pixelspiel, das ist ja schon, warum spielt ihr hier so alte Omi- und Opi-Spiele? Oh, da waren Augen, habt ihr es gesehen? Hallo? Hallo? Naja, ihr wisst, was ich meine, Leute. Wir sind jetzt erstmal hier im Nachbarhaus und unsere Mission ist es, da oben diesen Fernseher anzuschauen, ich weiß es nicht. Hier ist es dunkel. Hier ist es zu dunkel. Das mag ich nicht. Oh nein, das sieht doch schon wieder aus, als wäre es so gebaut, dass ich hier runterfallen muss. Ich will nicht runterfallen. So, guck dir das an. Das war easy. Das war easy. Einfacher als gedacht. Und rüber. Oh. Und drüber. So, und rüber. Rüber, rüber. Oh. Oh. Wieso ist denn das weg? Ich muss... Oh nein. Mal schauen. So. Was hat der Hebel getan? Was tut der Hebel? Kann ich den... Zuck! Ach so, dieses... Ist es, macht der Hebel das Gitter da? Oder ist es hochgeklappt, weil ich dagegen geschossen bin? Schauen wir doch einfach mal. Ist mal runter. Ah! Also muss ich den Hebel hier hoch machen... So, und dann muss ich mich wahrscheinlich nochmal mit dem Toaster schießen, oder? Seht ihr doch alle ein, oder? Sehen wir das ein zusammen? Together? Was ist das da unten jetzt auf einmal? Wo kommt denn jetzt dieses Brett her? Oh, ey, Leute, ich sag euch eins, wenn dieses Spiel hier einmal so verbuggt ist, ne? Dann ist es verbuggt. Alter, dann habt ihr alle ein Problem. Dann hab ich ein Problem. Ich muss das ganze Game neu starten und mich hier hochnudeln. Ja? Nur um irgendwie... Oh, 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 oh. Nur um irgendwie hier hinzukommen, in dieses Regal mit diesen wunderschönen Tüten und den Dosen. Okay. Da sind Flugzeuge. Okay, ich habe irgendwas in den Kommentaren mit Dartpfeilen gelesen. Da bin ich mir sicher. Also, Freunde, nehme ich die mit. Vor allen Dingen stand da, ich kann es jetzt gerade gar nicht genau wiedergeben, was genau da stand, aber da stand irgendwie, bevor du mit dem Flugzeug fliegst, nimm auf jeden Fall die Pfeile mit. So, das ist jetzt, Leute, stellt euch jetzt vor, ihr wisst nicht, welches Flugzeug gemeint ist und ihr wisst nicht, welche Pfeile gemeint ist. Dann wisst ihr nicht, was dieser Kommentar überhaupt auszusagen hat, aber ich gehe davon aus, dass er diese Pfeile meint, weil hier drei Flugzeuge stehen und ich denke, ich muss mit diesen Flugzeugen fliegen, weil es ja auch in diesen Kommentaren stand. Also, auf dumm, muss ich nach vorne an die Spitze, damit es fliegt? La 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 la, da ist ein Megafon und Kreis fliegt mit dem Flugzeug schon. Du, 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 du. Easy going, wir sind gleich oben. Wir haben es gleich geschafft. Da, 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 da. Okay, was ist hier? Okay, okay, okay. Ich ahne schon. Ich ahne schon etwas, Freunde. So. Hier sieht es nämlich aus, als ob es hier nicht weitergeht, aber ich dort weiter muss. So, wie kann ich Pfeile schmeißen? So.
Also das ist aber wohl schon glasklar, was ich hier machen soll, oder? Na komm. Geh da. Na komm. Komm schon da hoch. Mach doch hier nicht so ein... Och, komm. Kleiner... Wie heißt der überhaupt? Steve? Ich würde ihn einfach Steve nennen jetzt. Wollen die mich... Oh, ey. Diese Steuerung bei diesem... Leute, die Steuerung in diesem Spiel ist einfach... Oh Mann, ist die einfach scheiße. Also die... Okay, komme ich da schon hoch? Ne. Ist echt anstrengend, die Steuerung in dem Game, Leute. Oh, muss ich leider nur mal so sagen. Aber hey, guck mal. Die Glühbirne an ihr ist ausgewechselt worden. Okay, geht's da noch hoch? Ha. Ah, okay, hier geht's. Oben ist noch ein Gewehr. Komm ich da rüber? Kann ich da... Warte mal, kann ich mir einen Dart-Pfeil wiederholen? Komme ich da noch dran? Hallo, Herr Pfeil? Eigentlich will ich da ungern runterfallen. Mal ein bisschen ducken. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich versuch's einfach. Ich versuche einfach den sommerlichen Supersprung. Wir versuchen's, okay? Ich springe jetzt da an diese Dings und mach das Licht an. Space! Ich bin groß! Ich bin groß! Wir sind groß! Wow! Wo war denn? Da war doch noch irgendwo... Irgendwie sieht das Regal aber jetzt anders aus als gerade. Das Regal hat sich verändert. Naja, aus kleiner Sicht sieht... Ah, guck mal, ich kann hier trotzdem hoch. Naja, Freunde. Dann gehen wir raus. Ist da irgendwas? Kann ich da gucken? Da ist nichts. Yay! Da ist er, Freunde. Da ist er. Alter. Schaut euch das an. Hey, wollen wir irgendwann mal in der Stadt spazieren gehen? Wir gehen auch irgendwann mal in der Stadt spazieren, Freunde. Aber bis dahin habe ich euch das Wesentliche gezeigt. Wie gesagt, schade, Alter. Es hat so lange gedauert. Ich musste neu starten und musste ja auch irgendwie wieder hier hinkommen. Und oh Gott, jetzt klingelt hier noch was. So. Naja, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben den Doppelsprung. Alles gut. Ja, als nächstes, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, können wir uns jetzt auf den Weg in den Keller machen? Ist das so? Können wir uns jetzt schon auf den Weg in den Keller machen? Oder sammeln wir noch andere Schlüssel? Ich weiß, es gibt noch einen gelben und es gibt, glaube ich, wohl auch noch einen grünen Schlüssel oder so. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich weiß, es gibt noch zwei andere Schlüssel. Und, wenn ich jetzt mal kombinieren soll, dann schalten die ja bestimmt auch irgendwelche Abilities frei. So wie jetzt hier der Doppelsprung in dem roten Haus. Nein, in dem roten Schlüssel. Gut, Freunde, ich mache hier Safe and Quit. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Hello Neighbor. Wenn ihr auf irgendwas Bestimmtes Bock habt, was ich irgendwie zeigen soll oder so, sagt mir Bescheid, schreibt es rein. Wir versuchen, alle Missionen auszuführen. Und, wenn es uns das Leben kostet. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.